Textiljacke, die Textilindustrie. Muss ich dem zustimmen? Weil die Löhne, die wir haben, die werden immer mehr Probleme haben, Leute zu bekommen. Ja? Er beschwert sich über Fachkraftmängel. Genau, weil die Löhne Fachkraftmängel finden. Es ist nicht so, dass nicht genug Leute sich bei uns bewerben. Die laufen aber weg. Wenn die sehen, was wir verdienen, dann laufen die weg. Das ist das Problem. Wir sind ja die 8% nicht bezahlen. Wie ist das Problem denn lösen? Ja? Das ist ein Katzenschwanz. Weißt du, das? Ja. Ja, also es ist nicht so, dass bei uns die Leute sich nicht bewerben. Das kriege ich jeden Tag mit. Wir kriegen Bewerbungen. Ja. Deswegen, also 8% ist wichtig und wird wirklich ein Schicksaljahr werden für die Textilindustrie. Ja? Wir werden in Zukunft auch kämpfen, um überhaupt Leute zu bekommen. Da gehen die Leute lieber, ich würde nicht sagen Bürgergeld, aber da gehen die lieber bei Aldi. Da haben die weniger Stress und mehr Geld. Das war's. Danke. Weil ich habe selber eine Ausbildung in der Textilindustrie angefangen. Und zwar, als ich 17 war, bei USM. Das war eine Krawattenstoffweberei, die umgehend hier 500 Meter weiter entfernt war. Also ich kenne ganz genau, wie die Situation in der Textilindustrie ist. Ich bin zwar heute Gewerkschaftssekretär seit 2009 bei der IGBAU, zuständig für die Dienstleistung, zuständig für die Reinigungskräfte, zuständig für die industriellen Dienstleister. Das sind die Leute, wo Günter Wallraff mal gesagt hatte, ganz unten. Für die bin ich zuständig und da haben wir auch in einigen Betrieben Tarifverhandlungen. Daher kenne ich die Textilindustrie und ich bin hier auch aufgewachsen in dem Viertel. Das heißt, für mich ist das hier schon eine Ehre, bei euch zu sein und euch zu unterstützen. Es ist auch schade, dass es nur noch die Verseidach hier gibt, denn da war mal die VBL, und dahinter dann die USM. Die ist jetzt woanders, da wo ich dann gearbeitet habe. Also, ihr fordert 8%. Das ist genau richtig. 8,7% Inflation allein im Januar. 8% ist völlig gerechtfertigt, weil 8,7% Inflation allein im Januar. 20% auf Nahrungsmittel, die wurden teurer. Knapp 21% Energieprodukte. Es muss Schluss sein. Wir brauchen höhere Löhne und zwar sofort. Und die Arbeitgeberseite, egal in der Textilindustrie oder woanders, die verstehen nichts als Kampf, weil gestern im TVÖD-Bereich waren 1800 Beschäftigte im Streik. Auch die kämpfen. Und zwar für 10,5% mehr. Wir haben bei ThyssenKrupp einen Haustarifvertrag in der industriellen Dienstleistung. In einer Firma. Wir, die Kollegen, fordern 13,5%. Also, ich will damit nur sagen, dass diese Kämpfe hier, dieser Warnstreik, ist genau die Antwort, die die Arbeitgeber brauchen. Das ist die Antwort, die Verseidach braucht. 8%! 8%! 8%! 8%! In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, weil ihr solltet wissen, euer Erfolg wird der Erfolg der anderen Branchen sein. Denn bei den Tarifverhandlungen wird immer in den anderen Branchen auch verglichen. Also, ich wünsche euch viel Erfolg, einen weiteren guten Warnstreik und es gibt ein Sprichwort, ein Finger kann man brechen, aber die Faust kann man nicht brechen. Vielen Dank.